Willkommen zurück bei World of Warcraft Classic im Eschental. Ja, entspannte Aufnahme. Ich habe keine Ahnung, wie es wird. Wir wollen eine Seite farmen. Die letzte. Wir haben keinen Festplattenspeicher mehr. Oh. meine Festplatte ist einfach... Oh, das ist aber nicht gut. Puh. Na gut, aber wie groß? Moment. Dann dürfen wir nicht länger machen. Wir dürfen höchstens... Oh. Eine Stunde. Höchstens eine Stunde. Länger. Ihr müsst euch zurückhalten, okay? Ihr dürft nicht länger machen als eine Stunde. Verbot. So, wir kommen zurück. Wir wollen eine Seite farmen. Mehr habe ich gar nicht vor. Letzte Aufnahme, fantastisches Teamplay mit einer Draenei. Mega Bock, wiederbekommen eine Draenei zu spielen. Sowohl in Classic als auch in Retail. In Retail ist der Wunsch schon erfüllt. Ich habe eine Draenei-Schamanin. Aber auch hier in Classic juckt es mir in den Fingern, einfach nochmal einen neuen Allianz-Charakter zu machen. Später vielleicht. Erstmal starten wir durch und wollen... Was wollen wir überhaupt? Talentpunkte verteilen. Kreuzfahrerstoß. Ups. Kenn ich noch gar nicht. Was ist ein Kreuzfahrerstoß? Ich muss zum Lehrer, kann das sein? Du hast die Seite 9, das sehe ich doch. In deiner Kiste. Ich muss näher ran. Dann sind wir jetzt echt durch, das war's. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Frage ist, ob die Schleime das überhaupt droppen können, ne? Braucht noch wer? Threat from above. Gefahr von oben. Die Seiten droppen ja gar nicht. Wo bin ich hier nur gelandet? Das lädt immer noch auf. Wuff. Was die Vorbeugs vielleicht? Wir haben es jetzt 0. Also die bisherige Wahrscheinlichkeit ist bescheiden. Faulender Schleim.
Seite 9, wo bist du nun? Ach, ist er noch hier mit dem Angriff gestartet auf die Nachtelfen. Ja, gehen wir mal zu den Vorburgs hier. Aber 13 Seiten? Entschuldigung, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch außerordentlich gering, dass wir genau die eine bekommen, die wir brauchen. Aber jetzt auf Auktionshaus pokern, weiß ich nicht. Wir haben auch nicht viel Geld. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, ja. Gib mir mal die Seite, bitte. Hör mal. Gib mir mal die Seite, bitte. Wollt ihr mich veräbbeln? Seite 1 ist jetzt langsam... Out. Das ist zu weit entfernt. Wir machen das ganze Video nichts anderes, ne? Also skippt vor. Tut es. Ihr wollt es doch, ich weiß es. Wir haben eh keinen Festplattenspeicher. Ey, Leute. Da wir einfach gar keine Schulterplatten haben, sind die besser als unsere. Was sind das denn bitte für geile Schulterplatten? So kleine Eckchen da oben drauf, ich glaub's nicht. Man könnte es auch Schulterpolster nennen. Oh. 5. Das Schwert ist inzwischen wahrscheinlich schlecht, ne? Aber ich will es nicht abgeben. Ich habe Schulterpolster. Mit meiner verdammten Maus los.
7. Ich muss näher ran. Ich kann das noch nicht wirken. Die droppt schon noch. Ich bin da ganz optimistisch. Ich habe einen Videostau. Alter, diese Maus, ne? Don't judge me, aber... Nichts gegen Razer. Die Maus ist richtig geil. Von der Handhaltung her, aber ich schicke die zurück, wenn die weiter Disconnects hat. Ist mir scheißegal. Kenne ich nix. Jojo, und ihr so? Was macht ihr heute noch? Nix. Scheiße. Aber wieder Disconnect. Ja, ich muss die vielleicht mal auf Werkeinstellung umstellen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Sie ist ja wirklich halt dann tot, weil die Farbe dann auch nicht funktioniert in dem Moment. Ich bin außer Reichweite. Sechs. Falsch rum. Einfach rumdrehen. Da haben wir Seite 9. Ich muss aber schnell mal eben... Ah, wobei. Süß. Das ist zu weit entfernt. Ich muss mir eine Scheibe Brot abschneiden gehen. Ich habe gerade voll Kohldampf auf einmal. Wartet. Sag mal eigentlich Kohldampf. 4. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment. Ich lass sogar laufen. Das lädt immer noch auf.
Ich bin noch da, nur ich esse gerade, ne? Nicht wundern. Ja, ja. Ich kann das noch nicht wirken. Und dann werden wir zurückkehren ins Hügelland, ne? Just saying. Wenn wir fertig sind. Wenn. Wir haben gleich alle Vorwürks getötet. Das lädt immer noch auf. Ja, hat gut getan. Das hat gut getan. So, bumm. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, es droppt so lange keine. Höchstwahrscheinlich, weil das die Spannung ist, bevor dann die richtige droppt. Mein Bauchgefühl. Das hat eine höhere Bedeutung, dass wir gerade länger keine bekommen. Na. Das lädt immer noch auf. Ich kann das noch nicht wirken. Das ist zu weit entfernt. Ich habe zu wenig Mana. Ich sehe es. Oh Gott. Thank you.
Heieiei. Ich bin in keinen Kampf verwickelt. Das Totem oder was? Ich bin außer Reichweite. Tja, so schnell kann es gehen. Da wird man fast von grünen Gegnern getötet. Die Seite hat übrigens noch nicht gedroppt, ne? Nur mal fürs Protokoll. Ich wünsch so sehr, dass das alles enden tät. Da, 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 da. Fail. Ich bin entspannt. Ein bisschen genervt, aber entspannt. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Was macht der denn hier? Warum läuft hier denn einfach so ein Megabaum durch? Also der killt uns. Ich bin außer Reichweite. Ja, ja. Und ihr so. Ich guck mal kurz nach. Nicht, dass es dafür ein spezielles Gebiet gibt. Ja, also einfach alle. Da steht aber auch als Tipp, dass man die im Auktionshaus kaufen soll.
Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, das können wir natürlich auch machen. Das ist zu weit. Jetzt kommt der innere Schweinehund hoch. Dass wir einfach sagen, wir verkaufen die wir gefunden haben und kaufen uns halt die eine. Wir machen noch so lange, bis wir eine finden. Ich muss näher ran. Inventar ist voll. 10. Na gut. Wir schauen mal. Wir schauen mal nach in Orgrimmar, was der ganze Spaß im Auktionshaus kostet und vor allen Dingen auch, was wir für unsere Seiten noch bekommen können. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Könnt ihr noch einen Spaßgegner mitnehmen? Ich kann nicht mehr tragen. Can't carry anymore. Ich muss näher ran. Na gut, let's ride back. Das Brachland. Die sind übrigens alle tot hier. Da ist die Maus gefreezt gerade. Die sind alle tot in Cataclysm. Also die werden alle sterben. Da ist die Maus gerade wieder gefreezt. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn ihr Problem? Hör mal. Du bist so eine coole Maus. So schön. Und dann so scheiße. Oh Mann. Chat, die Chat. Zuck, zuck. Dabu. Habt ihr das jetzt gesehen?
Was ist der Akkusparmodus? So, ich seh's ja gerade gar nicht. Vielleicht war es ja der Akkusparmodus, der nicht klappt. Oh Gott, das alte Urgrimmar. Sehr hell. Wie es komplett anders ist, ne? Das ist schon krass. Wo ist denn das Auktionshaus, Leute? Blut und Donner. Da, Buh. Nee, da ist sie doch schon wieder gefreezt gerade, Alter, diese Maus, ne? Was ist das? 11, 10, 12, 10. Top. What? Wow, Dank geht raus. Was? Oh mein Gott. In 2 Wochen wäre es abgelaufen. Oh mein Gott. Großes Dank geht raus an Gilfrost. Und vielen Dank für die Nachricht. Guck mal. Kopie wird in Ehren behalten. 20 Gold. Und Netherstofftaschen. Vielen, vielen Dank. Wow. Das ist ernst gemeint. Mega nett. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Antworten. Vielen Dank. Leider etwas spät gesehen. Müsste Video 30 sein. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch.
Schau mal im Video 30. Kriegst sogar ein Doppelsmiley. Geil. Geil. Top. Vielen Dank. Mega nett. Mega nett. Wow. What? Vielen, vielen Dank. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist eine Kleinigkeit, aber die ist so nett. Ernsthaft. Wow. Auktionshaus. Bank. Vielen, vielen Dank. Wie geil. Du bist mein heutiger Held. Und wir haben Kapitel 3. Das heutige Video gehört Gilfrost. Ein Video, in dem wir leider nur Schredderanleitungen gesammelt haben, aber auch das erfordert nun mal eine gewisse Präzision, wenn man so will. Ah, jetzt bin ich gut gelaunt. Ach, wie schön. Vielen Dank. Geil, wir haben einfach die größten Taschen ever. Also, es gibt wahrscheinlich größere, aber... Jetzt durch die Bank. Botschaft der Orde, Gildenmeister. Ey, sag mal. Krallhall. Die Bank. Vorwärts zum Sieg! Ah ja, das ist ja... Ja, hier ist ja gar kein... Ja, ich hatte jetzt... Ich assoziiere das Gebäude immer mit dem Holm. Ja. Wie kann ich euch helfen? Jetzt können wir unsere Taschen... 10... nämlich dahin machen. Hammer. Wow. So geil. Okay, ja. Dabu. Oh Mann. Tut mir vor allen Dingen leid, dass ich das erst so spät gesehen habe. Es wäre jetzt eine Schande gewesen, wenn das abgelaufen wäre. Vielen, vielen Dank. Hat jemand schon gekauft oder was? Vielleicht sollte ich ja wirklich mal Streams machen, Leute. Wie wär's? Können wir Streamgruppen machen? Oh, jetzt hab ich Bock. Das hat mich jetzt wirklich abgeholt. So. Jemand guckt dieses storybasierte Let's Play? Ich bin begeistert. Ich meine, wir sind ja nicht gerade die... Oder ich bin nicht gerade der Profi. Ist doch gelb. Mama Punkte hier. Ist ja alles sehr entspannt und kein Profi-Hardcore-Gameplay, sondern einfach so entspanntes. Wir spielen ein Spiel, was total alt ist und lesen einfach nur Storytexte. Und dass euch das, dass jemand das guckt, reicht mir schon. Ach Mann, fühle ich mich direkt besser. Gut. Ach Mann. Schön. Wir können aber gerne mal... So wie ich das auch eigentlich habe, das alles hier rüber machen. Haben wir unten ein bisschen mehr Platz. Jo. Oh. Jetzt müssen wir nochmal zurückfliegen, ne? Ich hab's vorhin schon da oben gesehen und dachte, hä? Ich dachte so, hä? Ist das ein Quest, ein NPC von einer Quest oder so? Hä? Und dann einfach mal der Aufheiterer des Tages. Ich muss etwas machen, was ich nicht machen will, weil die, die sonst darunter leiden, dass ich es nicht mache, nichts dafür können, dass ich es nicht machen will. Und deswegen war jetzt mein heutiger Tag eigentlich ziemlich bescheiden. Aber jetzt geht's mir besser. Wie kann ich euch jetzt helfen? Jetzt geht es mir besser.
einfach mal meinen Tag gerettet. So, dann können wir ja die ablösen, ne? 301, 400. Auch interessanter Weg, ne? Dass man hier rumfliegt. Laufen würden wir ja übers Brachland. Hau, Mann. Wie ich mich freue. Was, einatmen hört sich eklig an, ne? So, ah, Mann. Ja, leider, deswegen kam jetzt auch so lange kein Classic-Video mehr, wisst ihr? Deswegen kam so lange kein Classic-Video mehr, beziehungsweise deswegen kam keins, weil ich keins mehr auf Platte hatte. Und deswegen habe ich das auch nicht gesehen, weil ich, seit ich meinen PC neu aufgesetzt habe, nicht mehr gespielt habe. Was eine geile Überraschung. Da seht ihr, wir müssen regelmäßige Streams machen. Streams. Sowas darf ja nicht passieren, dass ihr mir hier was Tolles schickt und dann, Freeze die Maus eigentlich immer. Da! Freeze! Was willst du von mir, Maus? Ist das wegen. Was heißt der Punkt? Weiß ich auch nicht. Gut, wer wollte die Schredderanleitung haben? Das war doch irgendjemand, dem die Blätter weggeflogen sind. Das weiß ich doch noch. Und dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Hi! 25, hi! 25. 28. Nee, der Stofftasche. Du bist hier für immer verewigt. Gilfrost. Schön. Schön, schön, schön. Ach so, das war hier vorne. Okay, bei dem Lager, die alle in Cataclysm leider nicht mehr am Leben sein werden. Grausamerweise. Seid gegrüßt. Hoffentlich findet ihr die Seiten bald. Ich muss sie wirklich wieder zu. Ich muss zurück an die Arbeit. Zieht in Ehren. Gott, gar nicht gelohnt. Lesen ist nicht gerade meine Stärke, aber jetzt kann ich endlich wieder zurück an die Arbeit. Danke. Kraft. Tja, hat sich's gelohnt oder nicht? Das ist eure Entscheidung. Entscheidet selbst. So, jetzt können wir nach Silbermond. Von Silbermond kommen wir nach Unterstadt. Von Unterstadt aus kommen wir ins Vorgebirge des Hügellandes und da machen wir weiter. Das heißt, das war's erstmal hier. Wir haben jetzt auch keine Quest mehr, außer irgendwas im Dungeon, oder? Die schwarze Grotte, das ist Dungeon. Steinkrallengebirge, weiß ich nicht. Später vielleicht. Vorgebirge des Hügellandes. Dungeon Quests, ja. Ja, das wäre jetzt sowas. Lass uns einen Stream machen und wir machen zusammen die Dungeons zum Beispiel. Wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, wo sich das anbieten würde, einen Stream zu machen. Oh Mann, ist das schön. Hallo. Die ewige Sonne wird uns leiten. Das hoffe ich. Oh. Die ist besser als die, die wir ins Fach gemacht haben. Ich bin doof. Das war richtig viel Gold. Wir hatten nur 11. Seid für alles bereit.
Bin ich. Oh, ich liebe die Blutelfen. Ach, Mann, 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 Mann. Guckt euch das hier mal an. Was ist das für eine Stadt? Plätze. Wow. Wow, wow, wow. Tja, und jetzt ist es ja tatsächlich so, muss man sagen, dass sich auch Burning Crusade auch durch den Umzug als ein, das Projekt jetzt hier, als ein Langzeitprojekt herausstellt. Wenn ihr mal guckt, das erste Video ist so alt schon wieder. Das ist Wahnsinn. Nur mal Interesse halber. Wir haben ja keinen Zeitdruck gerade. Unsere Feinde werden fallen. 40. Lebt wohl. 40. Ah, 12 Level. Das dauert noch. Das dauert noch. Ja, dann ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt hier auch bald nicht mehr allzu viel zu tun haben im Vorgebirge des Hügellandes. Dann müssten wir uns das nächste Gebiet aussuchen. Ob wir dann mal Richtung Arati gehen vielleicht? Hordenseite Arati-Hochlands? Vielleicht spannend? Da kommen wir doch auch hin, oder? Mausfreeze! Arati-Hochland. Ich hätte hier so viel rausgeholt, wenn ich das designt hätte. Anaria Scholar. Zeit ist Gold. Ehre den Sindorei. Die Gerechtigkeit wird auf. 200 ist ganz schön viel. 200 ist ganz schön viel. Aber wir können ein bisschen schmieden. Kann man doppelte Punkte rausholen, ne? Man bekommt Punkte fürs Abbauen. Achso, ihr seht's ja gar nicht. Hier. Nee, hier. Hier störe ich am wenigsten. Hier störe ich am wenigsten. Ah ja. Oder ist sie einfach nur hyperempfindlich? Das hatte ich mit der anderen Maus halt gar nicht, ne? Ich will die nicht zurückschicken, ich will die behalten. Ja, Moment, kann ich. Hilft Bronze überhaupt beim Schmieden? Thank you.
Was ist euer Begehr? Eieiei, das ist aber alles noch sehr weit weg. Baladash, Malanore. 125 Bergbau geht, ne? Ja, 4. Also wir bekommen nur 2. Ja, die sind auch gut. Wir haben sogar unsere eigenen an. Cool. Wir müssen mehr sammeln, ich verstehe schon. Immer wieder ehrfurchterbietend, gebietend, erbietend. Ihr wisst schon, wenn man hier reingeht. Der Sieg ist nahe. Tod allen Widersachern. Nun, da die Kammer unter uns leer steht, sind die Dinge sehr ungewiss. Lady Liandrin ist uns dazu verpflichtet, einen Weg zu finden. Sie muss. Anubelode Delana. Oh, das bessere Pferd. Das heißt, wir brauchen auch kein Mount kaufen. Krass. Moment. Kreuzfahrerstoß. Oh, Exorzismus Rang 2. Alter, wenn wir zu Hilfe veranlasst, 3 Gegner, für das Nepalien anzugreifen. Hand der Freiheit. Segen der Könige. Siegel der Gerechtigkeit, Hand der Erlösung. Aura des Schattenwiderstandes. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Zwei 27, 252. Oh ja. Schon Unterschied. Hat sich jetzt nicht in dem Maße gelohnt, wie ich dachte, dass wir jetzt. Yay. Aber was ist ein Kreuzfahrerstoß? Ihr wisst es alle. Und ich bin nur blind, schon klar. Wirklich googeln.
heilig. Es tut mir echt leid, ich muss das für mich jetzt mal gerade herausfinden. Das ist doch mein Q-Angriff vom normalen Paladin, oder bin ich total doof? Bin ein bisschen überlichtet gerade, ne? Es tut mir leid. Die ewige Sonne leitet uns. Ich guck nochmal nach. Es tut mir so leid, ne? Ich find's halt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so doof bin, aber... Wollt ihr ein bisschen üben? Ich find's nicht. Skill Tree. Fucking hell. Bleibt wachsam. Es ist im Skill Tree. Mann, da kann ich es ja lange suchen. Man lernt es nicht beim Trainer. Kreuzfahrerstoß. Da hätte ich lange suchen können. Ja, aber ist doch schön. Guck mal, jetzt habe ich so ein bisschen rausgefunden mit Google und mit selber und keine Ahnung. Das hätten wir jetzt im Stream schön zusammen rausfinden können. Das wäre wahrscheinlich schneller gegangen. Ja, aber das wäre doch was, oder? Gemeinsam, Stream, Classic, vielleicht ein paar Dungeons oder so. Geht jetzt auf jeden Fall vom Internet her. Oh, was? Wir haben die Stunde vor... Scheibenkleister. Ich wollte doch noch bis nach ins Vorgebirge des Hügellandes.
Na, Unterstadt ist schon abgefahren. Ich bin gespannt, was die daraus machen. Aus Unterstadt, aus Teldrassil. Streng genommen wollten die ja sogar vielleicht die Eisenspiele noch als Warfront machen. Das ist auch der weirdeste Aufzug, den es gibt. Raus mit der Sprache! Ganz kurz, wo ist das? Arati, was können wir machen? Die Hure, das Flittchen, Kenata lebt noch, ihr Familie blüht und gedeiht, während ich leide, verlassen wahrhaftig. Meine Familie wurde Opfer der Seuche, unser Besitz ebenfalls dahin, während des Kriegs geplündert und niedergebrannt. Und nach allem haben sie uns ihre lausigen Kinder die Stirn, das einzig Kostbare zu stehlen, was ich noch hatte. Mir sind die Sachen, die sie gestohlen haben, längst einerlei. Ich möchte ihre Köpfe, tötet sie für mich. Geht zum Bauernhof der Dabris in Arati, nordöstlich der Zuflucht. Okay. Erstmal beruhigen, ein- und ausatmen. Puh, Gastwirt mit Särgen hier. Hier ist noch ein Schnellreisepunkt oder gibt es hier nur ein Classic? Bin ich jetzt so dumm? Nur ein Retail. Nicht ernsthaft, oder? Es gibt keinen Schnellreisepunkt in Unterstadt? Natürlich nicht, das weiß man doch. Danke. Hallo? Begrüß den Schatten. Ach, scheiße. Wenn du sonst irgendwie Hilfe brauchen solltest, kannst du dich gerne melden, zum Beispiel Quests etc., soweit ich halt on bin. Danke! Nochmal danke an Gilfrost. Du bist, wie gesagt, verewigt. Mein Aufzug. Und ich habe... Nee, das ist falsch. Ich habe deinen Brief dabei und werde ihn in Ehren behalten. Es ist zwar nur ein schlichter Brief. Ich darf ihn aktuell nicht lesen, aber ich habe ihn im Herzen. What? Ich darf ihn nicht lesen. Okay, finde ich aber geil. Finde ich geil. Coole Idee. Muss auch gar kein Geld drin sein. Ihr könnt auch gerne mir Ingame-Post schreiben. Ich müsste die eigentlich nur vorher mal gegenlesen, dass da nicht nachher Quatsch drin ist oder sowas. Aber bei Gilfrost habe ich natürlich bestes Vertrauen. Und so könnt ihr im Video einen Beitrag leisten. Seid verewigt von mir aus, wenn ihr das schön findet. Und könnt mir zum Beispiel eine Information geben, wie zum Beispiel, hey, da hast du eine Quest übersehen oder keine Ahnung. Es gibt eine tolle, einzigartige Waffe da und da oder sowas, ich habe keine Ahnung. Her damit! So könnt ihr euch gerne auch selber im Video verewigen. Ich würde nur auf lange Sicht dann die Texte im Vorfeld gegenlesen, dass da kein Quatsch drin steht. Gibt ja ein paar sehr lustige Menschen auf dieser Welt. So, wo ist jetzt hier der Schnellreisepunkt, Leute? Ich will hier weg. Will hier weg. Das gibt's doch nicht, dass ich mich jetzt damit hier verrannt habe, oder? Das ist mir jetzt ehrlich schon fast peinlich. Wisst ihr das?
Anscheinend ist in Unterstadt einer. Das kann's nicht sein. Es gibt hier irgendwo einen verdammten Schnellreisepunkt. Habe ich schon gesagt, dass es ein Reinkommer-Video ist, genau wie alle anderen? Ich glaube schon. Wusste ich es doch. Scheiße. Einfach mal an sich selbst glauben, ne? Cool. Runter. Und wo ist der jetzt, dass ich den übersehen habe? Meine Güte. Da hängen die. Ich habe nach so einem Ständer gesucht. Was Scheibenkleister. Ja, Hügelland. So, Leute, ich bin schon mal raus. Ich ziehe mich um, ich muss nämlich gleich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke nochmal an den netten Brief und ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Wir sind wieder drin und es wird jetzt auch regelmäßig wieder Classic kommen. War jetzt nur wegen PC neu aufsetzen. Die nächsten Monate, es kommen viele Spiele raus. Wir haben Diablo, wir haben Zelda, bam, 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 bam. Aber trotzdem, hier und da werden wir sicherlich immer Zeit finden für Classic. Es macht mir eine Menge Spaß, ich hoffe euch auch und wir starten hier dann durch, beziehungsweise im Hügelland, machen die nächsten Aufgaben und werden dann vielleicht auch schon so ein bisschen Richtung Aradi-Hochland schnuppern. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.